Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Dragon Quest Builders. So, wir haben ja heute vor, dass wir hier die Arche anfangen zu bauen. Oder besser gesagt, dass wir den Monstern hier die Aufgabe übertragen, das zu bauen. Ich bin auch mal gespannt, wie die das machen werden. Deswegen sprechen wir jetzt erst einmal mit Helena. Helena, hallo. Macht ihr? Rangelt ihr? Nee. Bobas, ich habe beschlossen, den Bau der Arche vollständig zu unterstützen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Allerdings verfüge ich über keinerlei Vorkenntnisse und, wie du dir sicher denken kannst, auch über keinerlei Erfahrung. Wo sollte ich am besten anfangen? Eine Werkbank, auf der man baut, sowie ein Behältnis, in dem man seine Schöpfungen lagert. Auf dem Bauplan hast du präzise festgelegt, wo diese Objekte platziert werden, nicht wahr? Wenn dem so ist, solltest du rasch einen Aufbewahrungsschrank und eine höllische Werkbank an ihren jeweiligen Plätzen stellen. Okay, dann machen wir das doch mal. Ja, aber wenn, dann nehme ich natürlich die hier, ist ja klar. Denn warum sollte ich... Oh, warte mal. Ah, da. Okay. Ich vermute mal hier. Und einen Schrank bauen. Okay, das haben wir ja alles, ne? Das haben wir ja alles schon soweit. Hä? Moment. Höllische Werkbank. Doch. Das stimmt doch. Oder ist es. Ach, das sind falsche Schienen oder was? Oder falsche Fliesen? Kann das sein? Warte mal, dann haben wir mal kurz den Hammer genommen. Mal weggemacht. Weil dann kommen hier wahrscheinlich ganz normale Burgkacheln her. Oder diese Zitadellenkacheln. Wo seid ihr? Ich muss euch eh alle rausnehmen hier. Alles, was ich brauche. Erstmal alles in die Pfoten nehmen, was ich brauche. Und dann quasi noch ergänzend herstellen. Okay. Schauen wir mal. Nein. Okay, was dann? Muss dann Eisenboden hin? Auch nicht. Warte mal, was kommt denn da hin? Also die höllische Werkbank. Dann gehe ich jetzt mal eins runter, noch eins runter, noch eins runter. Okay, jetzt ist das weg. Was ist denn? Okay, Raumschiff. Ah. Raumschiff-Wand kommt da hin. Okay, Raumschiff-Wand und da kommt die Werkbank drauf. Okay, warte mal, wie viel Raumschiff-Wand habe ich denn? Okay. Dann kommst du quasi dahin. Hä? Müsste das nicht aufleuchten? Drei habe ich noch. Was hüpft jetzt ihr da eigentlich rum? Okay. Oder warte mal, ist die vielleicht... Naja, ist schon gut. Ah, jetzt. Jetztler. Was kommt da noch hin? Ist nicht gerade leicht, ne, würde ich jetzt mal sagen. Das ist... Ich kann nicht näher ran. Bauplan ausbilden. Entfernen, gesamt. Eisenblöcke. Ah, okay, da kommen dann nur Eisenblöcke hin, alles klar. Moment, dann wechsle ich das mal. Nein.
Okay. Perfekto. Alles klar. Einen Moment. Das setze ich trotzdem noch schnell hin. Dann habe ich es raus aus dem Inventar. Dann weiß ich auch noch, wie viel ich setzen muss. Nein. Nein. Okay, damit habe ich die vier Dinge auch weg. Okay, dann brauchen wir jetzt einmal einen Schrank. Wir stellen halt jetzt mal alles her, was irgendwie möglich ist. So, 437 von den Dingern. Wie viel können wir herstellen? Auf jeden Fall genug. Jo, 440, machen wir. Dann brauchen wir von den Dingen hier 616. Dafür brauchen wir mal Rhodium. Schauen wir mal, wie viel können wir herstellen. Auf jeden Fall genug. Machen wir es so. Also ich möchte nicht zu viel herstellen. Okay. Weil wir haben ja noch andere Trümmer und nicht, dass wir dann das Material brauchen. Und ich habe es verballert. Unnötig. So, dann brauchen wir hier Stück, hier paar. Okay. Dann brauchen wir Rampen. Das brauchen wir nicht, die seltsame Säule. Wir brauchen hiervon welche. Dann von den Ecken brauchen wir noch welche. Davon schon ein paar. Das heißt, wir müssen dann mal alles herstellen. So, davon brauchen wir 86. Moment, dann machen wir es so. 10-mal, ne? Ich bin gespannt, ob ich genug Material habe, dass ich das gleich alles hier in den Schrank packen kann. Dann brauchen wir 8 Stück davon. Und wir brauchen 2 Eisentore. Also Material schaut so aus, als hätten wir im Grunde alles, ne? Dann brauchen wir, Moment, das ist noch neu. Hier, einen Schrank. Und? Noch was? Oh je. Okay. Davon brauchen wir noch was. Von denen brauchen wir welche. Da brauchen wir keine. Okay, davon brauchen wir noch welche. Okay, wir können gerade so schön hinkommen mit allem. Und das war's. Okay, gut. Dann gehen wir mal ins Inventar. Wir brauchen jetzt erst einmal den Schrank herausnehmen. Dafür tun wir die Schuppen weg. Dann können wir nämlich den Schrank platzieren. Gut. Ja, Helena, komm her. Komm zu mir, Helena. Na komm. Hast du das Aufbewahrungsbehältnis sowie die Werkbank aufgestellt? Verstehe, dann musst du nur die vom Bauplan vorgegebenen Gegenstände herstellen und sie in den Aufbewahrungsschrank legen, damit die anderen Monster und ich die Arche bauen können. Du weißt das sicher bereits, Baubers, aber magisches Springen und Fliegen ist hier auf Malhalla nicht erlaubt. Ich kann dir nicht sagen, warum, doch scheinbar unterdrücken die Kräfte des Meisters der Zerstörung bestimmte Magie. Das ist ein Nachteil, wenn man weit reisen möchte. Auf der Suche nach deinem Freund könnte sich das als problematisch erweisen. Du solltest dir wirklich ein konventionelleres Fortbewegungsmittel zulegen. Da wir gerade von deinem angeblichen Freund sprechen, du scheinst davon überzeugt, dass er und der Meister der Zerstörung ein und dieselbe Person sind. Hast du möglicherweise auch den allmächtigen Hargon selbst getroffen? Jo. Das dachte ich mir. Dann weißt du auch, dass diese Welt samt all ihren Bewohnern nichts weiter als eine Illusion ist. Du bist natürlich eine Ausnahme. Diese Welt ist nicht die deine und du gehörst nicht hierher.
Es gibt nur wenige in dieser Welt, die um ihr Geheimnis wissen. Und noch weniger kommen von außerhalb. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich jemanden wie dich treffen würde. Aber ich bin froh, dass es geschehen ist. Gut, dann lass mich jetzt einmal das Zeug da reinräumen. Die kann ich noch schnell wegnehmen. Da, das klippert vor allem auch. So, weil davon habe ich ja jetzt nichts mehr. Dann würde ich sagen, hau ich doch gleich nochmal... oh, die Schuppen habe ich ja schon weggetan. Hm? Warum sind die da nicht mit reingeflogen? Ach so, weil ich die direkt ausgetauscht habe, deswegen. Okay, tun wir die mal platzieren, dass hier gleich wieder was durchlaufen kann. So, dann tue ich sie gleich wieder rein. Ich spreche mit dir auch mal gleich. Tut mir leid, wenn ich zuvor nicht so angetan war vom Bauen. Mir ist klar geworden, dass wir keine Zeit haben, rumzusitzen und Däumchen zu drehen. Wir müssen die Arche bauen und unsere Haut retten. Es gibt nur ein kleines Problem. Keiner von uns Monstern hat jemals etwas gebaut. Wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Du legst Baumaterial in den Aufbewahrungstrank und wir sehen auf dem Bauplan nach, wo es hin muss? Na gut, wenn du 50 Raumsiffwandblöcke und 50 Eisenblöcke in die Aufbewahrungstrank legst, können wir anfangen. Wenn du mehr Rohmaterialien brauchst, kannst du einfach ein paar abgestreifte Stücke des Meisters der Zerstörung in den verbotenen Altar werfen. Alles klar. So, aber ich mache diesen Schrank auf. Ich mache das hier auf diese Weise. Rein damit. Aber warte mal, du kannst Y drücken, dann geht es nämlich um einiges flott her. So, dann zack. Und dann haben wir noch die zwei Tore. Und ich glaube... Ja, das war es dann auch. Was hebe ich mir für den guten Schluss auf? Vielleicht hier. Eine Tür. Oder beide Türen. Die beiden Türen, die hebe ich mir auf. Um selber das Ganze abzuschließen. Ja. So. Damit könnt ihr loslegen. Ihr könnt loslegen, habe ich gesagt. Hey, hast du die Blöcke, um die ich dich gebeten habe, in den Aufbewahrungstrank gelegt? Ich hoffe, das war nicht zu viel Arbeit für dich. Jetzt müssen wir nur noch mit dem Bauen loslegen. Wir finden wahrscheinlich die allerbesten Monster nicht etwas... Wir sind wahrscheinlich nicht die allerbesten Monster, die etwas bauen. Irgendetwas an dir ist sonderbar, Bowers. Ich denke, du hast eine Art mysteriöse Kraft. Immerhin sind wir die monströsen Mitglieder der Kinder Hagons. Heftige Gegner jeglicher Art des Bauens. Und doch helfen wir alle bei der Konstruktion dieser Arche. Ich habe dir zuvor zwar nicht geglaubt, habe aber meine Meinung geändert. Du musst mit dem Meister der Zerstörung befreundet sein. Jo, das bin ich, Alter. So, wollt ihr jetzt loslegen zu bauen, oder was? Nochmal sprechen? Also gut, Bobeth. Alles ist bereit. Wir können endlich mit der Arbeit an der Arche beginnen. Wir Monster können zwar keine Gegenstände herstellen. Das ist deine Aufgabe. Aber wir können sie auf jeden Fall auf einen Bauplan legen. Falls es etwas ausgeht, kannst du mehr Gegenstände besorgen und sie in den Aufbewahrungstrank legen. Falls dir die Materialien ausgehen, holst du dir einfach ein paar Truppenhörner und Klauen des Meisters. Tu sie in den verbotenen Altar und alles ist in Butter. Wie oft erklärt ihr mir das noch? Den Rest kannst du beruhigt uns überlassen. Die Arche wird schon bald fertig sein. Ja, dann legt mal los, hätte ich gesagt. Das heißt, ich kann hier ein kleines bisschen chillen, oder? Jo, das macht ihr schon, oder? Oh. Oh, Moment. Ich gehe dann mal weg hier. Stellen wir uns doch mal ein bisschen abseits mit unserem Tischle. So, zack. Dann können wir das Ganze hier... Das quasi ein. So, wie geht denn der Bauplan? Bin ich noch auf dem Bauplan drauf? Oh Mann, hier richtig weit. Okay, dann würde ich sagen, da ist der Bauplan nicht.
Dann stelle ich den Tisch mal dahin. Also, holen wir uns mal noch ein paar Schüppchen. Da sind sie. Und schmeißen da einfach noch mal ein paar drauf. Und lassen die durchlaufen. Ja, die hier ihr Bestes geben und es quasi bauen. Tja, was mache ich jetzt? Ich könnte mich noch ein bisschen umschauen und vor allem vielleicht ein paar Feinde töten. Oh, der Wobbel kommt mit, das ist cool. Na gut, trockenes Gras bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Aber da, guck mal. Wir könnten hier noch ein paar von den Pilzen uns schnappen. Und vielleicht auch generell hier ein bisschen was abbauen. Sollten wir das ohne weiteres schaffen können. So, jetzt gucke ich mal auf die Karte ganz kurz. Wir sind von da vorne gekommen. Wäre vielleicht nicht einmal schlecht, wenn wir uns da oben entlang bewegen, dass wir gar nicht nach unten gehen. Oh, okay, warte. Ich habe ja genug Schluffstein. So, dann baue ich mir da eben einen Weg rüber. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo die Höhle war. Aber ich glaube, wir sind einfach nur von da vorne gekommen. Wir gehen da mal runter. Sollte uns nicht allzu viel ausmachen. Das ist ja
immer nach oben fliegt, ne? Die finde ich eh viel cooler als die alte Schmelze, deswegen lasse ich die alte Schmelze da. Wir nehmen auch mal das hier mit. Den hier könnten wir austauschen. Tipp. Tauschmodus. So, dann warte mal. Dann mache ich mal den Füllmodus. So. Und tun wir erst einmal das Zeug weg. Jetzt halt wesentlich weiter vorne. Nein. Nein. Das war's nicht. Hier. Vorne. Ah, jetzt gut. Oh, da ist ja auch noch Essen drauf. Alles klar. Ja. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, dann machen wir hier noch einen Krabums. Okay. Und den Rest lasse ich jetzt einfach mal. Dann begeben wir uns wieder zurück. Bis dahin sollten die eigentlich das ja schon fast fertig gebaut haben, oder? Hoffe ich. So, jetzt nochmal gegen das Gravifeld. Also von Rennen gerade. Das ist ohne Probleme. Aber das ist schon auch hier irgendwie, ne? Nein. Der Weg ist ja nicht allzu weit. Ich denke, hier sollen wir auch gleich hochlaufen. Vorhin haben wir es ja auch geschafft, ne? Moment. So. Gut. Und schon sind wir zurück. Juhu! Oh wow. Das ist krass. Autsch. Ich glaube, das muss man machen. Oh, ich kann eben mal was essen, sehe ich jetzt gerade. Oh, schaut mal, ey. Wo war die Schatz hin? Das ist der Hammer. Das geht ja wie am Schnürchen hier. Da habe ich fertig. Schauen wir mal kurz. Die tue ich mal einstecken, weil die kann ich jetzt gerade im Moment an der Stelle nicht gebrauchen. Die Dinger werden wahrscheinlich weg müssen. Die haben sie bloß nicht weggetan, weil die wahrscheinlich nicht gestört haben. Ansonsten haben sie ja Steine alles weggetan. Die haben nämlich sonst alles weggebaut, ne? Alles, was irgendwie gestört hat. Krass.
ganz kurz, dass wir die Herzen eingesammelt haben, dass wir alle hier haben. Gucken wir mal auf unseren Plan. Also es ist Eisenblöcke alles, das ist wirklich alles gemacht. Wir haben nur die zwei Türen noch. Na dann würde ich sagen, beenden wir doch mal das Ganze, oder? So, dann können wir das zurück mal einsinken. Da überlege ich mir dann noch, wo ich das hin tue. Dann einmal bitte aufs Inventar. Da. Da sind sie. Ich mache mir das da aus wieder. So, und die kommen einmal dahin. Was aber allerdings seltsam ist, dass die hier das Zeug gelassen haben. Na gut, das sind halt keine Bauern. Das sind ja nur ganz normale Monster. Schauen wir uns mal kurz um, ob die noch irgendwas da gelassen haben. Das ist der ganz normale. So, und da kommt noch eine Tür hin und dann war es das, genau. So, Bauer stellt folgendes fertig. Unterbau der Arche. Ach, der Unterbau ist das jetzt nur. Krasso. Gute Neuigkeiten, Bobeth. Der Bauplan ist fertig. Kommt mal rüber, Leute. Sehen wir uns unser Werk an. Ja. Nicht schlecht, auch wenn man es jetzt noch nicht ganz sieht. Bei der Arche wurde in der Tat nicht gekleckst, sondern geschlotzt, schleimzigartig, was wir zusammen erreichen können. Als Mitglied der Kinder werde ich das Gefühl nicht los, dass wir das nicht hätten tun sollen. Früher wurde bei dem Gedanken uns bauen uns schon schlecht, aber jetzt fühle ich mich richtig gut dabei. Ich habe das Gefühl, dass ich an einem ketzerischen Akt beteiligt war und trotzdem bin ich auch stolz. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß, was ich sagen soll. Initiiere Bewunderungsschaltkreise. Wundervoll, außergewöhnlich. Ich habe in dieser Welt noch nichts Vergleichbares gesehen. Okay. Ich bin stolz, dass die Arbeit in der Arche vorerst abgeschlossen ist. Wir Monster sind ein wirklich tolles Team. Du bist natürlich auch Teil des Teams. Wir hätten ohne die benötigten Gegenstände von dir nicht bauen können. Aber warum hast du nicht gleich gesagt, dass das Bauen so viel Spaß macht, hm? Es macht so viel Spaß, dass ich ab jetzt Baustellenleiter sein und der Bau der Arche beaufsichtigen will. Analysiere Baufortschritt, bedeutender Fortschritt, berechne Prioritäten. Wir sollten doch mehr Monster zur Unterstützung suchen. Da bin ich ganz deiner Meinung. Wir sollten keine Zeit chillieren und ein paar neue Unterstützer anheuern. Die können wir auch nach dem Freund von Bobas fragen. Es gibt nur ein kleines Problem. Ich bin nicht sicher, ob es hier überhaupt noch mehr Monster gibt. Das ist wahr. Wir müssen unseren Radius erweitern, Bobas. Westlich von hier liegt ein heiliges Gebäude, das traumatische Tribunal. Der dortige Priester sollte wissen, wo noch mehr Monster gefügig auf ihre Ende warten. Allerdings haben sich entlang des Weges dorthin seit Beginn der Zerstörung viele Wirbel geöffnet, die dich beim geringsten Fehltritt ins Nichts saugen. Es ist zu gefährlich. Okay. Warnung, Warnung, Feinde in der Nähe erkannt. Okay, es gibt mal wieder einen Kampf, ja cool. Ich habe jetzt mit vielem gerechnet, aber nicht unbedingt mit einem Kampf. So, ihr kommt mal weg. Ich tue hier jetzt mal noch was drauflegen. Habe ich das schon eingesammelt? Ja, anscheinend. So. Die durchlaufen und ansonsten hätte ich gesagt, wow! Warte mal, komm ich doch hoch? Ah, Mist, ich wollte jetzt unbedingt da nach oben, aber ist egal. Von hier ist es ja auch recht nett anzuschauen. Okay,
Also, wenn euch der Part gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Like da, vielleicht auch einen Kommentar, das würde mich echt wahnsinnig freuen. Und vor allem würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann auch wieder zuschaut und wenn es dann hier in den Kampf geht und wir auch dann dieser Arche weiter basteln, wenn das ja jetzt nur der Unterbau ist. Okay, ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.